Jo, liebe Reisemobilfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich mache mich mal wieder auf die Socken, aber nur was ganz Kurzes, ja, eine Nacht. Und zwar geht es darum, dass in Tübingen ein Halbmarathon stattfindet, und zwar der Nikolauslauf. Da möchte ich mitlaufen. Ja, und nachdem ich ja meinen Kastenwagen habe, fahre ich da schon einen Tag vorher hin, weil die Parkplätze immer ziemlich rar an dem Lauf sind. Und da gucke ich, dass ich ziemlich nah am Start jetzt einen Parkplatz kriege und dort übernacht. Und dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit und mal gucken, was ich so treibe noch in Tübingen. Es ist gerade mittags rum. Ihr werdet es ja sehen, wenn ich mal wieder jetzt gerade unterwegs bin. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr übrigens neu seid auf dem Kanal, ich würde mich immer riesig freuen über ein Abo. Ja, das bestätigt uns YouTuber immer irgendwo, dass man sagt, okay, da gibt es Leute, die wollen das sehen. Weil ich habe auch übrigens gesehen, dass weit über die Hälfte meiner Zuschauer teilweise keine Abonnenten sind. Und da dachte ich mir halt einfach, ich erwähne das jetzt einfach mal und ja, würde mich halt drüber freuen. Und ich gehe jetzt los und ihr seid dabei. Auf geht's. Ja, so, hier in Tübingen angekommen, nach langer Parkplatzsuche. Denke ich mal, habe ich einen sehr guten Platz gefunden. Die Frage ist nur, ob ich hier bleiben kann. Ich stehe direkt an der Schule. Da ist der Stadt auch direkt nebendran. Und ich wurde hierher gelotst, weil hier ist kein offizieller Parkplatz. Ihr seht, hier ist Parkplatz Messeanbieter. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich hier stehen darf, ja, die haben gedacht, weil ich mit dem Bus komme und die Aufkleber drauf habe, ich bin irgendein Veranstalter. Ja, das hat alles einen Vorteil. Der hat mich dann hier runter gelotst. Hier steht keiner. Ich stehe hier ziemlich gerade. Und wenn ich hier übernachten kann und es stört hier keinen, dann wäre das mega geil. Weil, wie gesagt, direkt gegenüber vom Start. Und ich gehe jetzt rein und hole auf jeden Fall mal meine Stadtunterlagen. Ja, ich habe jetzt meine Stadtnummer abgeholt. Ein schönes Paket hat mir übrigens bekommen. Sogar mit Shirt. Ja, ich habe sogar Socken von der AOK. Hier meine Stadtnummer, die 1161 für den Nikolauslauf. Das ist eine schöne Messe übrigens da oben. Und hier ist natürlich ja, ein schönes Multifunktions-Shirt. Jetzt gucke ich, dass ich das mal einigermaßen reinkriege. Vom Lauf hier dazu. Finde ich richtig geil. Richtig schön, wenn es sowas immer dazu gibt. Ja, und ansonsten noch ein paar Prospekte und Nikolaus etc. pp. Ja, jetzt stehe ich hier und ich sag's nochmal, direkt an der Schule. Und das ist mal richtig cool. Und ich gucke jetzt dann mal, wo der Stadt ist. Der muss nämlich gleich hier um die Ecke sein. Ich habe drin nämlich jetzt nochmal nachgefragt, weil ich den beim Herfahren nämlich nicht gesehen habe. Das gucke ich jetzt und dann nehme ich euch mal mit und ich schaue mich hier mal ein bisschen rum. Und gucken wir mal, ja. So, ich begebe mich jetzt hier mal auf den Fußweg. Oben an die Straße. Hier soll ich mal der Stadt sein. Ich muss erst mal an die Straße hinkommen. Ich könnte da durchlaufen, aber das mache ich nicht. Jetzt laufe ich mal da durch, durch die Siedlung. Alles ein bisschen verzwickt und verzweigt. Aber hier soll das sein. Ich muss ja wissen, wo der Start ist. Und ich glaube, der ist schon da vorne. Ist ja unglaublich. Das sind, jetzt bin ich gerade mal 200 Meter gelaufen. Das ist ja wirklich gleich um die Ecke. Das ist ja abgefahren. Ja, und an dem Wettkampf übrigens laufen über 3000 Leute mit. Nur, dass ihr ungefähr mal wisst, wie viele Autos da morgen kommen. Und dafür feiere ich natürlich meinen Kasten. Weil ich kann den Tag vorher anreisen. Und ich habe jetzt ungefähr, glaube ich, noch 2 Wohnmobile gesehen. Die machen dasselbe und es ist schon geil. Es ist einfach geil, wenn man sowas hat, weil ich morgen voll entspannt an diesem Wettkampf ja, teilnehmen kann. Wenn die anderen vielleicht ein bisschen gestresst einen Parkplatz suchen müssen, stehe ich erstmal gemütlich auf, mache mir Kaffee, bereite mich vor und los geht's. Ja, da vorne an der OMV scheint es der Start und Ziel zu sein. Filmen wir nehmen. Da drüben sind noch Toiletten. Wenn es nochmal drückt, ja. Und hier wird gebaut noch, ihr seht, da bauen sie jetzt auf, das Stadt und Ziel. Und der wird dann hier an dieser Straße, schöne breite Straße, ja, wird es dann losgehen mit über 3000 Leuten. Richtig geil, ich freue mich drauf. Bin zurück auf der Laufstrecke, Leute. Ich habe das Laufen ein bisschen zurückgenommen, ein bisschen rausgenommen die letzten Jahre. Jetzt bin ich wieder dabei und ich plane für nächstes Jahr einiges. Ja, also mindestens einen Marathon, wo ich mich schon gemeldet habe. Aber eher 2. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich schaue morgen mal, wie es läuft. Und ich gucke jetzt mal, ob ich hier noch irgendwo vielleicht eine Gastronomie finde. Dann gehe ich noch Abendessen und dann schauen wir mal. Okay, ich glaube, diese Lokale sind schon länger geschlossen. Da steht der Schottercontainer. Wird alles ausgeräumt. Ja, und da unten dasselbe. Schauen wir uns das auch mal an. Ja, das waren bestimmt mal schöne Lokale und Kaffee und Bar direkt nebendran, aber jetzt gibt es sie nicht mehr. Und jetzt muss ich weiterlaufen, gucken, ob ich was finde, dass ich noch speisen kann. Aber ich werde schon was finden.
Ja, jetzt bin ich hier ein bisschen rumgelaufen, schön ein bisschen raus aus Tübingen. Da hinten geht's raus. Da oben steht ein Ducato und ein Jumper. Yay! 45 beide, aber nur Transporter, keine Wohnmobile. Ja, jetzt laufe ich mal in Richtung Wald, weil ich glaube, der Lauf geht auch morgen hier entlang. Ich muss nur raten, ich weiß gar nicht, wie ich morgen laufen muss. Da hinten geht's auch raus, das sind vorhin schon mal gejoggt. Hier entlang, darüber, darüber, in den Wald rein. Die laufen jetzt schon, das sind wahrscheinlich die ganz harten Jungs. Die laufen sich heute warm und morgen laufen sie noch den Wettkampf. Ja, wenn es läuft, warum nicht? Ja, ich hatte auch mal Phasen in meiner Wettkampfzeit. Da habe ich in der Woche 120 Kilometer gemacht, aber ja, ist schon ein paar Jahre her. Aber mal schauen, vielleicht komme ich mal wieder hin. Ich bin am Trainieren, ich muss wieder aufbauen. Und jetzt genieße ich das hier ein bisschen. Natur ist schon was Geiles, ja. Ist schon echt cool. Und immer wenn man was Neues entdeckt, macht es richtig Spaß. Da ist eine Sportanlage, ein Sportplatz, ja. Lauf mal einfach mal angucken. Ja, und in Tübingen ist es so, dass solche Sportplätze Arena genannt werden. Es ist also die Tübingen, SSC Tübingen Stemmler Arena. Okay, lassen wir mal so stehen, wir gucken mal rein. Ja, wie die Arena so ausschaut in Tübingen. Oh, hier gibt es sogar eine Tribüne. Abgefahren. Ja, eine Arena braucht auch eine Tribüne. Es scheint ein Kunstrasen zu sein, so wie ich das sehe. Ich habe früher auch immer auf Kunstrasen gespielt, ich fand es ekelhaft. Ja, so ist das hier. Und weiter geht's. So, hier sind wir an einem großen Reitstall. Ja, laufen viele Pferde, da unten reiten sie auch. Und hier gibt es auch ein Restaurant, das nennt sich Reithaus. Deutsch-italienische Küche. Ja, wo ist das nur? Ich weiß es nicht. Ich glaube da unten. Genau. Schaut aber leider noch richtig zu aus. Ja klar, wir haben jetzt gerade mal 16:30. Viele machen erst um 5 Uhr oder sowas auf. Ich laufe weiter. Komm später vielleicht nochmal her. Mal gucken. Ich kann mir auch was kochen im Kasten, mal davon abgesehen. Ja, ich habe alles dabei. Aber ihr wisst ja, ich bin faul. Und wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo essen zu gehen, gehe ich natürlich essen. Und da vorne ist der Banner, Leute, vom 44. Tübinger Nikolauslauf. Das, wenn man schon liest, kriegt man ein bisschen so Gänsehautvorfreude auf den Lauf. Geil. Ja, ihr kennt es jetzt nicht über die Weitwinkelkamera, aber da vorne ist der Banner. Geil, da wird es morgen losgehen. Hier auf dieser Straße laufe ich morgen. Da ist der Stadtschuss. Geil. So, ich bin jetzt zurück in mein Rossi. So schaut es aus, wenn ich bei mir aus der Frontscheibe gucke. Da oben ist nämlich die Messe, also die von diesem Wettkampf, wo die ganzen Veranstalter oder Aussteller sind. Und das sind deren Fahrzeuge übrigens. Ja, und ich habe mich halt einfach dazugestellt. Und jetzt langsam, wenn die Messe zu Ende geht, werden auch die Menschen weniger. Und dann werde ich meine Plissés zuziehen und dann werde ich hier wahrscheinlich eine grusame Nacht haben, bis früh am Morgen, wenn dann die ganzen Läufe hier hochlaufen. Aber ich finde es richtig cool und das ist das Geile, ich sag's nochmal. Das ist das Coole, wenn man Kastenwagen hat und auf solche Veranstaltungen fährt. Ich habe jetzt noch gesehen, da gibt es einen Italiener hier, 600 Meter weit weg von hier. Da werde ich hinlaufen, werde mir nochmal schön Pasta gönnen. Für morgen Kohlenhydrate aufladen und dann hoffe ich, dass der Lauf morgen gut wird. Vielleicht melde ich mich jetzt heute Abend nochmal, wenn ich zurück bin vom Essen. Mal schauen und ich hoffe, ich kann euch mit dem Video ein bisschen unterhalten. Ja, es ist halt einfach so, ja, jetzt wird es gerade ein bisschen dunkel. In dem Video kann ich euch jetzt nicht so viel Information geben. Es ist ein reines Unterhaltungsvideo, aber ich hoffe, das gefällt euch auch. Ja, ich lasse euch teilhaben an meinem Leben und ich möchte euch einfach zeigen, was ich so auch in meiner Freizeit mache. Und nicht nur Kastenwägen angucken, sondern auch solche Dinge. So, ich muss jetzt aber die Kamera ausmachen. Ihr seht mich ja gar nicht mehr, es ist ja stockdunkel. Ich lasse das Licht aus dem Grund aus, weil eben noch Leute von der Messe hier runterlaufen. Und ich nicht möchte, dass die mich hier sehen, dass ich hier stehe und nächtige. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, den das nicht passt und der dann mich verjagen will. Und aus dem Grund warte ich jetzt einfach noch, weil ich denke, in einer Stunde oder in zwei Stunden ist hier Totenstille. Ist eine Schule, ja. Es ist Samstag, da ist dann nichts mehr los. Okay, ich würde sagen, quatsch jetzt nicht so viel. Ich warte jetzt, dann gehe ich essen und dann gucken wir weiter. Eine Stunde später. So, ich war jetzt beim Italiener essen. Beim Bella Roma nennt sich der. Den kann ich übrigens nur empfehlen, falls ihr mal in Tübingen seid. Ja, also ein sehr leckerer Italiener. Sehr gepflegt, sehr sauber. Ich sage jetzt mal nicht ganz günstig. Was war das? Ein Geräusch. Von oben. Und was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte, ist, guck hin, alles hinwegfahren. Und ich stehe ganz allein hier. Hier steht der Herr Rossi, hier nächtige ich.
jetzt habe ich meine Ruhe. Das ist nämlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, das Problem ist nur, was ich vielleicht ein bisschen Angst habe. Und es ist Samstagabend und ich sehe das da unten an den Graffitis und alles. Ich denke, und an den Hochhäusern. Es könnte sein, dass hier ein kleiner sozialer Brennpunkt ist, wo ich wohne. Wo ich stehe. Nicht, dass hier heute Abend große Party steigt und irgendwas ist. Das ist mein einzigster Gedanke. Aber ansonsten finde ich es cool hier. Und ich hoffe, es bleibt jetzt ruhig. Ich fahre jetzt auch die Satzschüssel aus. Das ist nämlich die Sportschau. Fußball will ich gucken. Und das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt rein und chill den Abend noch ein bisschen. Und dafür liebe ich den Fernseher im Kasten. Jetzt sitze ich hier am Samstagabend in Tübingen ganz allein. Was hätte ich sonst groß machen sollen? Aber ich kann Fußball gucken. Bundesliga. Darauf freue ich mich jetzt und genieße das Ganze. Irgendwann später. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, jetzt ist Tag des Wettkampfs. In ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde ist Startschuss. Aber ich stehe mit meinem Auto fast direkt am Start. Ja, deswegen habe ich es jetzt nicht so eilig, wie wenn ich jetzt noch einen Parkplatz suchen müssen. Wie ihr seht, habe ich Obst, meine Stadtnummer auch schon. Ja, die 1161. Und personalisiert mit Dirk. Es wird bestimmt ein interessanter Lauf, ein Halbmarathon. Wenn wir jetzt laufen, das Wetter spielt mit, die Sonne kommt raus, wir müssten so um die 5 Grad plus haben. Es geht ein wenig Wind. Ich war nämlich schon mal draußen, bin mal so ein wenig ums Blöckle gelaufen. Stadtbereich ist schon was los, da ist schon Sprecher da und Musik läuft. Also richtig was geboten, ja. Deswegen will ich da jetzt noch hoch, will es ein bisschen genießen, ein bisschen aufnehmen vorm Lauf, dass ich ein wenig, ja, angefixt bin. Und dann laufe ich los und wir sehen uns direkt nach dem Lauf wieder. Für euch ist es ein Wimpernschlag, für mich ist es jetzt 21 Kilometer später. Ich bin zurück. Leute, bin schon einige Halbmarathons gelaufen. Es war einer der härtesten. Boah, ich bin jetzt voll durch, Leute. Ich melde mich gleich nochmal. Ich bin durch, Alter. Ich wollte mich jetzt nur gleich wieder melden. Boah, ich fahre jetzt erstmal los und ich melde mich dann nochmal. Boah, scheiße. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen erholt, habe Abwasser raus, habe die Toilette sauber gemacht. Steht zu Hause, ich habe es jetzt ein bisschen eilig, weil ich muss auch noch auf die Arbeit. Und deswegen, ja, beende ich das Video jetzt auch hier. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Wenn euch das übrigens mal interessiert, wie ich draußen rumlaufe, ich kann auch mal die Kamera mit auf die Laufstrecke nehmen. Aber das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, nicht, dass ich euch langweile damit. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Ich bin raus. Erschöpft, aber ciao. Piu.